Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcastes, meinem neuen Baby. Vielen Dank übrigens nochmal für diese ganzen positiven Kommentare, für das Feedback zur Pilotfolge. Ihr merkt, glaube ich, auch, dass das so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir ist. Und es hat mich mega gefreut, dass ihr das so positiv aufgefasst habt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht von seinem Alltagsstress ein bisschen damit ablenken. Oder vielleicht jemandem beim Einschlafen helfen, keine Ahnung. In der Folge, die ihr jetzt gleich hört, habe ich den lieben Corporal Schniepi mit dabei. Ein Moderator von mir und jetzt schon langjähriger Freund. Und wir erzählen euch so ein bisschen, wie ist das, Moderator eines Streamers zu sein. Wir beide haben da tatsächlich beide Sichten, also einmal als Moderator und einmal als Streamer. Wenn ihr Fragen habt, das sagen wir, glaube ich, auch währenddessen immer mal wieder, könnt ihr die Fragen gerne in die Kommentare hauen. Wir werden sie mit bestem Gewissen beantworten. Und ja, ich quatsche jetzt gar nicht lange und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es geht länger als eine halbe Stunde. Das liegt aber daran, weil wir uns immer mal wieder verzettelt haben und ab und an mal vom Thema abgewichen sind. Ja, wie das Ganze dann ausgeartet ist, hört ihr jetzt im Anschluss. Ganz viel Spaß. Wie geht's dir denn heute? Super. Super. Das ist schön. Ja. Bist du ein bisschen nervös? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen. ein bisschen viel. Warum? Why not? Die Zuschauer oder die Zuhörer tun dir doch nichts, Herzchen. Doch, die fressen mich alle auf. Ja, klar. Also ich weiß ja nicht, wer Corporal Schniepi noch nicht kennt. Wer ihn nicht kennt, der hat was verpasst, definitiv. Der sollte mal unten in die Videobeschreibung reingucken. Da ist nämlich sein Twitch-Link drin, ne? Und da mal ein Follow da lassen. Wir werden heute so ein bisschen das Thema Moderatoren auf Twitch befassen. Nein, ist das Deutsch? Weiß ich nicht, to be honest. Ich muss dich noch lauter drehen. Kann auch ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, das ist gar kein Problem. Ja, nicht, dass du leiser lauter bist als wie ich, das wäre ja schlecht. Also müssen wir dann von vorne anfangen, das ist super. Nee, ach, wieso müssen wir dann von vorne anfangen? Das läuft einfach. We have no script here. You know? To be honest. Ja, und warum hast du mir dann die 20 Seiten geschickt, was ich sagen soll und Struhe. Was ich sagen sollte? Ich hoffe, Karamia verplappert sich morgen auch nicht mit dem Skript. Nein, Quatsch. Nein, wir wollten das Thema, weil Schniepi, wie ihn alle nennen oder alle kennen, ist bei einigen Streamern Mod schon gewesen und ist bei einigen Streamern gerade Mod, unter anderem auch bei mir. Und ich glaube, wenn jemand so ein bisschen über Moderationstätigkeiten oder was so zwischen Mod und Streamer dann kommuniziert werden muss, immer vor einem Stream, ich glaube, da kann er mal ganz gut Feedback geben, weil ich bin obviously, ich glaube, nur bei dir Mod. Das ist, weiß ich nicht. Das nicht. Ist gut möglich. Ich glaube, nur bei dir Mod. Also für alle, die mich nicht kennen, die meisten werden mich eigentlich nur kennen unter Schniepi. Über Steuer halt. Ja, das musste so sein, weil dann wissen die Zuschauer, was ich meistens in den Ohren habe, wenn ich mal was zu tun habe im Chat. Das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Für die, die dich noch nicht kennen, einfach mal so eine kurze Vorstellung. Wie lange streamst du schon? Was streamst du? Was sind deine Hobbys? Das können wir versuchen, aber ich werde das so machen, dass mich vielleicht nicht jeder versteht, aber es wird jeder wissen, wo ich herkomme. Von daher, Hojma, das ist ganz einfach. So seit 2018 bin ich auf Stream unterwegs. Das ist ganz einfach. Ne? Also ich meine, wie man bestimmt schon hört, aus dem Herzen von Europa, dem wunderschönen Hessen. Mag nicht jedem gefallen, aber ich find's dufte. Und bin zarte 39 Jahre alt.
Alter Sack, ich weiß, ja. Aber kriegt man hin. Also selbst dann kann man noch Game moderieren und trotzdem noch schnelle Finger haben. Würden die VODs sehr wahrscheinlich belegen. Stream ist Main Content WoW. Zwischendurch ein bisschen irgendwas, wo ich gerade Spaß drauf habe. Also das kann von Fortnite über Diabolo, maybe mittlerweile jetzt vielleicht auch mal FIFA oder sonst irgendwas, einfach nur just for fun. Denn Stream ist nur ein Hobby und auch bleiben. Also Stream ist für dich nur Hobby, also du machst das jetzt nicht irgendwie nebenberuflich oder sowas? Nee, nebenberuflich gar nicht, weil mein Ziel ist es nicht, damit Geld zu verdienen. Mein Ziel ist es, Spaß zu haben und dass es mir Spaß macht. Die Grundintention beim Stream war bei mir einfach nur, Leute zu finden, mit denen man spielen kann. Mhm. Na, also wenn du immer allein unterwegs warst und dann denkst so, ja, kannst ja mal anfangen zu streamen und dann kann man da auch hingehen und hat sich mal ein bisschen in Twitch durch die Gegend geguckt und hat gesagt, oh, Stream, das ist bestimmt cool, da findet man immer Mitspieler. Also da wusste ich noch gar nichts davon. Ja, also das ist einfach nur gucken und dann habe ich angefangen zu streamen und man hat dann auch einige Mitspieler gefunden. Also es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Besser als wie bei WoW in der Gruppensuche sich mit anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen, die vielleicht ein anderes Spielintentionsdenken haben. Die Toxic Community von WoW, wer kennt sie nicht? Der berühmt-berüchtigte Handelschannel. Ja, das stimmt. Der Handelschannel oder es sind auch andere Spiele, also. Aber du streamst, glaube ich, jetzt länger als ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaub, ja, das müsste seit 2018 sein. Hm. Also, ja, wie gesagt, es sind nicht so viele Streamstunden, maybe. Hm. Aber ist länger auf Twitch unterwegs als Streamer, mehr, könnte man sagen. Ja, du bist ja auch bei einigen, also unter anderem auch bei mir, bist du ja Moderator. Bei wie vielen Streamern warst du denn? Also wir wollen ja jetzt keine Namen nennen, das habe ich ja in der Pilotfolge schon gesagt, hier werden keine Namen genannt. Die Schniepi kennen, wissen, wo am Mod ist und wo nicht. Bei wie vielen Streamern warst du denn jetzt eigentlich schon so Moderator? Also insgesamt bei 4. Mhm. Also wissentlich. Ich habe letztens gesehen, ich bin in einem Kanal Moderator, wo ich nicht mal wusste, dass ich Moderator bin. Aber das war dann mehr so ein Kumpel, mit dem man früher mal zusammen gespielt hat. Der hat das wohl irgendwann mal eingestellt und ja. Aber an sich waren es insgesamt 4 und ich bin bei maximal 2 Mods, 2 Streamern Mod zur gleichen Zeit. Wenn sich die Streamzeiten nicht unbedingt ständig überschneiden, weil das bringt mir nichts, als Mod irgendwo in einem Chat rumzuhängen, nur damit ich ein Schwert vorm Namen habe. Mhm. Kann ich mir nichts einbilden, ja. Egal wie groß der Streamer ist. Na, es ist halt, also, was mir halt auch aufgefallen ist, ich meine, ich hatte ja viele Moderatoren jetzt schon in meinem, ich mache das Ganze ja seit 2017 tatsächlich, also mache ich das Ganze ein bisschen was länger. Also doch. Ja, irgendwie. Ich war aber immer der Meinung, du machst das Ganze schon ein bisschen länger als ich. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mich einfach viel mit der Materie auseinandergesetzt habe und das einfach so das Wissen da ist, was so Mod-Tätigkeiten und so angeht, ist vielleicht ein anderes. Ich hatte einen Streamer, der hatte da so wirklich seine festen Zuordnungen für Mods, was sie wie wo machen können. Also da war wohl einer zu fertig. Da war wohl einer. Ja, da war wohl einer zuständig für Shoutouts und für neue Zuschauer begrüßen etc. Also der war schon ein bisschen was größer. Mhm. Er war nicht riesig, also jetzt bin kein Fame-Mod gewesen, sondern es war wirklich ein relativ, sage ich mal, mittelgroßer Streamer. Und der hat mich da so ein bisschen in das Wissen von Twitch reingebracht, weil er das schon sehr lang macht. Ich habe halt, also was so Moderatorenstatus angeht, wie gesagt, bin ich bei dir Mod.
Und das war's. Also ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht bin ich bei irgendwem anders noch Moderator. Könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, bei wem ich Mod bin. Und bitte nicht nachmoderieren. Ich bin, was Mod-Status angeht, ich wäre, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter Mod. Einfach, weil ich auch, aktuell komme ich halt auch nicht wirklich dazu, irgendwelche Streams zu schauen. Ich lurke halt meistens eher und bin nebenbei selber am Daddeln. Aber bei Schneepy bin ich zum Beispiel Mod, meistens in einer Badewanne, deswegen sind wir seine Badewannen-Mods. Das ist immer so Badewannen-Content. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Nee, aber es gehört einiges halt dazu, Moderator zu sein. Also es reicht halt nicht einfach nur anwesend. Klar, es schreckt so ein, also wenn man so, sich so in einen Troll reinversetzt und dann sieht, oh, okay, da ist doch ein Moderator irgendwie, der auch aktiv ist, irgendwie mal was schreibt oder so. Schüchtert schon so ein bisschen ein, muss ich sagen. Das ist ja nicht nur das. Das ist ja viel, was ja auch nebenbei läuft, die Absprachen, die man ja zum Beispiel zwischen Mod und Streamer halt treffen muss. Falls mal irgendwas ist. Ich erinnere dich daran, wo ich mal meinen Special-Stream hatte. Da hatte ich ja auch einen Mod-Chat geschrieben und wo wir das Let's Talk gebaut hatten, habe ich wirklich den Mods, was ich ja nicht oft mache, also ich weise, habe da aber meinen Mods Aufgaben zugewiesen, die sie zu tun haben. Na, ansonsten, es kommt nicht oft vor, dass ich sage, ey, Schneepy macht jetzt mal das, der andere Mod macht das, der nächste Mod macht dies. Bei mir gibt's auch dreimal ein Shoutout, wenn mich jetzt irgendwer raidet oder sowas. Aber ich glaube, also ab einer gewissen Zuschauerzahl sollte man dann schon zusehen, dass man die Mods den Aufgaben dann zuweist. Und bei dem Let's Talk About waren ja, ich weiß nicht, wie viele Leute Spitze waren, ich glaube, weiß nicht, 120 Zuschauer oder so, da musst du schon dann sagen, okay, pass auf, wenn ein Raid reinkommt, du kümmerst dich darum, dass du die Shoutouts machst, du triggerst ab und zu mal den und den Command oder packst dann mal den Link von denen, die mit dabei sind, mit in den Chat. So eine Geschichten halt, ne? Na gut, du darfst nicht vergessen, bei diesem Stream war es ja auch so, dass wir ein größeres Team an Mods waren. Also es war ja jetzt nicht nur das Team Puschelmonster, sondern es waren ja von den anderen Streamern auch rekrutierte Mods da. Richtig. Und gerade wenn man nicht weiß, beziehungsweise jeder Streamer hat so seine eigenen Regeln, sag ich jetzt mal, das ist geduldet, das ist nicht geduldet. Und das ist ja auch eine enge Absprache. Und gerade wenn man mehrere Streamer auf einem Fleck hat, jeder Moderator arbeitet ein bisschen anders. Ja. Und das ist auch gut so. Aber wichtig ist, dass sie arbeiten in Anführungszeichen, weil es geht ja nicht darum, dass du die ganze Zeit aktiv in einem Chat bist oder dass du die ganze Zeit hingehst und tust irgendwelche Leute da durch die Gegend bannen müssen oder sonst irgendwas, sondern es geht ja eigentlich darum, dass du, also ich nenne es immer ganz gerne Security bist, ja, also es geht ja nur darum, die Security ist da, sprich die Mods sind da. Aber sie greifen ein nur dann, wenn es nötig ist. Ja. Ansonsten lässt man es eigentlich laufen. In der Regel passiert ja auch meistens nicht so viel, dass man jetzt wirklich was machen muss. Da kommt dann ein bisschen was rein. Aber man sollte schon gerade bei Special Streams mit vielen Leuten, mit verschiedenen Moderatoren etc. ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Was möchte der Streamer, was möchte der Streamer nicht? Beziehungsweise was möchten die Streamer, wenn man dann mehrere hat. Ja, da muss man so ein bisschen Feingefühl, sage ich mal, entwickeln, um zu gucken, dass das auch sauber läuft. Ja, es soll ja nicht eskalieren, es soll alles im Rahmen bleiben. Man möchte ja einen schönen Stream haben und das ist genau wie das mit den Security. Man geht in die Disco, man hat seinen Spaß und wenn jemand da ist, der rumstänkert, dann muss man den halt auch manchmal freundlich vor die Tür weisen. Aber das muss man halt auch abwägen. Hat derjenige jetzt einfach nur einen schlechten Tag oder will derjenige jetzt einfach nur bewusst provozieren? Oder ne, da muss man halt auch mal ein bisschen so die Zeichen von dem Streamer deuten. Wenn man seinen eigenen Streamer moddet, kann man sagen, hört sich nicht ganz so dumm an. Dann hast du den Vorteil, man arbeitet miteinander, man weiß, wie tickt derjenige. Ja, also
geht es ja nicht nur um jetzt Leute rein, die einen beschimpfen oder sonst irgendwas, sondern mehr um Leute, die vielleicht Dinge machen, die einer Netiquette nicht entsprechen. Ja? Also ja. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen alte Schule. Für mich gibt es Dinge, die gehen gar nicht. Und, manche Dinge, die sind okay bis zu einem gewissen Rahmen, aber das, ne, also da muss man halt auch mit dem Streamer, sage ich mal, kompatibel sein. Ja, es gibt Streamer, bei denen könnte ich nicht moderieren, weil der einfach die Einstellung nicht passt. Ja, also, ja, weil man nicht gleich denkt. Also ich hab auch einige Mods gehabt, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, das, also die können gerade nicht deuten, dass ich mich unwohl in dieser Situation fühle. Natürlich spricht man die Mods dann auch darauf an und irgendwann merkt man dann halt aber, okay, wir ticken jetzt doch nicht gleich, weißt du? So, es gibt eine Situation, wo einer dann vielleicht, was weiß ich, drauf pocht, dass man jetzt unbedingt einen 20er Key in WoW läuft mit ihm oder mit ihr. Und der, also normalerweise sind dann die Moderatoren dafür da, dass die dann sowas, also wenn man dann halt merkt, okay, dem Streamer geht's jetzt gerade mit dieser Situation nicht gut oder es ist ein Thema, was sich halt immer mehr hochschaukelt, ne, was dann irgendwann, also was dann aus der Kontrolle des Streamers gleitet im Grunde. Das habe ich schon oft gehabt, dass dann irgendein Thema wirklich so bis an die Spitze getrieben worden ist und ich dann da saß und mir dachte so, Alter, unangenehm des Todes. Und da ist es dann eigentlich so, dass die Mods dann eigentlich, also bei Schniepi und mir ist es so, Schniepi muss eigentlich nur, und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, du musst nur an meinem Gesichtsausdruck erkennst du, okay, Pusche fühlt sich gerade mit dieser Situation nicht wohl, ich schreibe jetzt erstmal was. Also es ist dann nicht so, dass dann die Mods dann reingehen und sagen, ich schwing jetzt hier einmal einen Bannhammer oder lösche alle Nachrichten oder mach erstmal nur Emo-Chat rein oder so. Das ist dann, wenn du irgendwelche Hass-Raids oder sowas abbekommst. Sondern, dass die erstmal vielleicht versuchen, deeskalierend zu wirken im Chat. Und deswegen, also das mit der Security, da hast du vollkommen recht. Und ich sag das immer wieder, ein Streamer ist nichts ohne seine Mods. Also, da wird der Rücken gestärkt von allen Seiten. Und da ist es egal, um was es geht im Grunde genommen. Ja, wichtig ist halt, dass die Ansichten halt auch passen, ne? Also ja. Ich meine, deswegen habe ich auch vielleicht dann auch den ein oder anderen Modposten entweder verloren oder abgegeben, weil einfach so die Ansichten nicht mehr zusammengepasst haben, weil das einfach, oder weil es halt zeitlich nicht passt. Es bringt mir nichts, einen Mod aktiv zu haben, der aber nie da ist. Ja, also. Richtig, ja. Wenn sein Streamer, der abends streamt, sich einen Mod raussucht, der abends Zeit hat und dann nur noch morgens streamt, dann bringt der, ne, dann muss man halt auch so fair und so ehrlich zueinander sein und sagen, hey, das ehrt mich zwar, dass ich bei dir Mod bin, aber bringt mir nichts, da das Schwert vom Namen zu haben, wenn ich keine Zeit habe, da zu sein. Ja, und da sind aber auch Streamer und da kann, also du kannst ja tatsächlich so aus beiden Sichten sprechen. Du bist einerseits bist du Moderator von gerade zwei wissentlichen Kanälen und zwei wissentlichen Streamern und du bist aber auch auf der anderen Seite Streamer, der Mods hat. Ja, deswegen, das haben wahrscheinlich auch nicht viele, weil viele Streamer einfach sagen, warum soll ich mir einen Mod holen, der selber streamt? Also der Mod streamt selber. Natürlich muss man dann halt auch gucken, also ich würde jetzt keinen Mod-Status geben, der nur morgens bei den Streams da ist. Bei mir ist es ja meistens immer so samstags, wenn ich den Kleinen nicht habe. Da sind dann auch mal viel mehr Leute, da würde ich mir jetzt halt auch keinen rauspicken, wo ich weiß, der ist eh nur samstags morgens da, weil er nur da Zeit hat. Ne, also die Zeiten sollten halt schon dementsprechend übereinstimmen. Und wenn man dann halt irgendwann merkt, was weiß ich, es gibt ja immer mal, ich hatte auch Mods, die gesagt haben, ey, ich habe gerade RL so viel um die Ohren, ich werde jetzt auf Twitch kürzer treten müssen, wegen RL, ich bin da keinem böse, ne? Reisende Menschen soll man nicht aufhalten und RL geht immer vor, was ja auch schon wieder der nächste Punkt ist, es gibt Moderatoren auf Twitch, die sind bei größeren Streamern, also für mich zählt
großer Streamer, so ich sag mal, ab einem Average, also einer durchschnittlichen Zuschauerzahl, so zwischen 500 und 1000. Das sind für mich große Streamer oder mittelgroße Streamer. Die großen Streamer, das ist dann ab 1000 aufwärts. So. Und das ist meine Skalierung. Das kann jeder selber oder für sich selber entscheiden. Ja, jeder hat da eine andere Meinung, aber für mich ist es, also ich bin eine kleine Streamerin, Schniepi ist auch ein kleiner Streamer. Die mittleren sind so zwischen 500 und 1000 und alles, was so über 1000 aufwärts ist, sind für mich die großen Streamer. Und da findet man tatsächlich Moderatoren, die dafür bezahlt werden. Aber wenn man sich den Chat mal anguckt bei diesen großen Streamern, also ab 1000 Zuschauer, lass da mal wirklich nur die Hälfte oder was heißt nur, es sind 500 Leute, die dann im Chat schreiben. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die meisten dann dafür Geld bekommen oder irgendwie anders, wie soll ich sagen, anders entlohnt werden mit, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und bei mir und bei Schniepi ist es halt so, wir machen das alle, weil wir das gerne machen, weil wir unsere Freizeit auch oft zusammen im Discord verbringen und wenn dann der eine streamt, ja, dann ist der andere halt da. Und wenn mir irgendein Mod schreibt, ey, du, pass mal auf, ich habe heute Abend viel privaten Scheiß um die Ohren oder er ist halt gar nicht erst da, dann nehme ich dem das nicht übel. Natürlich fällt es dann auf, wenn ein Mod ständig nicht da ist, dann schreibt man den schon mal an, aber nicht so dieses, ey, warum bist denn du jetzt nicht da, du Pflaume? So, was machst du denn? Kannst dich ja mal abmelden. Nein, dann kommt eher so, also von meiner Seite aus ist es dann eher so dieses, ey, wie geht's denn dir? Ist alles okay? Ich habe dich jetzt lange nicht mehr gesehen, du hast mir gar nicht geschrieben. Ist alles okay? Lebst du noch? So, ne? Eher so auf die freundschaftliche Ebene und nicht so dieses, weil im Grunde genommen, man opfert die Zeit, Schniepi opfert auch seine Zeit, seine Freizeit, um bei mir im Stream zu sitzen. Manchmal sich die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, weil er sich denkt, was macht die Alte da jetzt schon wieder? Warum nervt sie? Warum schreit sie schon wieder nach mir? Was ist passiert? Und das ist halt alles unentgeltlich. Ja, ich meine, man macht das ja eigentlich auch nicht. Also, ich sag mal so, wenn ich da Geld für haben wollen würde, dann würde ich einen Streamer suchen, der damit auch Geld verdient. Also in Geld sprechen wir jetzt auch von ganz großen Streamern. Ja? Mhm. Aber es ist halt einfach auch was, das ist wie mit dem Streamen. Man macht das ja nicht für das Geld. Man macht das auch nicht für irgendeinen Status, den man dadurch erwischt. Man macht es nicht für ein Schwert vor dem Namen, was auch nur Pixelbrei ist. Du machst es, weil du vielleicht den Streamer magst, mit dem Streamer gut klarkommst und denkst dir so, der könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wenn du dich eh ein bisschen auskennst, kannst du da auch dich drum kümmern. Ja, also wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, also wenn man eine Auswahlmöglichkeit hat. Ich bin auch schon mal gefragt worden, ob ich Moderator machen möchte und habe Nein gesagt, weil einfach das menschlich vielleicht passt, aber so das Stream-Konzept, weil Konzept hört sich so blöd an, das hört sich auch immer nach dem Script an. Aber es ist ja im Prinzip ein Konzept, was man fährt, ne? Also eine Einstellungssache. Ja. Ja. Und da hat das einfach nicht gepasst. Da habe ich dann einfach gesagt, nee, das passt nicht. So, ja, ich hätte auch sagen können, ja, mach ich, ja, geil, voll cool und ich bin da für dich da und ich mach das und am Ende hast du keinen Spaß. Das soll ja auch Spaß machen, weil ein Hobby soll Spaß machen. Und das ist wichtig. Egal, ob das jetzt zu Hause im Sport ist oder ob das außen auf der Arbeit ist, ein bisschen Spaß muss mit sein, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Hört sich jetzt blöd an, weil doppelt Spaß, ne? Aber es ist einfach so. Du musst was mit einem Grundeinstellung hinten dran haben, ja. Richtig. Ich meine, es gibt ja genug Streamer, die selbstständig sind, sei es jetzt auf Twitch oder auf YouTube, die natürlich damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen und wo dann die Moderatoren wirklich sowas wie Angestellte sind, die sie dann halt auch entlohnen. Gerade wenn ich jetzt mal so an ganz große Größen denke, die dann da wirklich Slow-Chat drin haben und du als Zuschauer schon nicht hinterherkommst,
ist es halt unwahrscheinlich schwer für die Moderatoren, da irgendwelche Nachrichten rauszufiltern. Die haben dann aber auch, bei mir sind es aktuell, habe ich 4 Mods. Also ich habe 4 Moderatoren bei mir auf dem Kanal. Und die haben aber das Doppelte bis Dreifache tatsächlich. Weil es halt einfach, sonst kommen die nicht hinterher. Und wir hatten, wann war denn das? Wann war die Bot-Attacke, die Follow-Bot-Attacke? Das ist noch gar nicht so lange her. War das Mittwoch, wo ich Phasmo gespielt habe. Ja. Mittwoch hatte ich gestreamt und bei mir, also Schniepi hat bei mir zum Beispiel Editorrechte. Bedeutet, wenn jetzt irgendwas passiert und ich kann vielleicht nicht, was auch oft mal ist, wenn man ein Spiel spielt, du kannst nicht raustabben oder so. Dann weiß ich aber, Schniepi ist da und kann dann für mich Dinge vornehmen. Also er hätte meine Alerts muten können und so weiter. Und da war zum Beispiel auch so, wo ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir dann gewispert, die Uhrzeit. Ich glaube, das war kein Mod. Das war Nebi, glaube ich. Ist ja auch egal. Jedenfalls hatte mir dann einer gewispert, hier, die und die Uhrzeit ist es passiert. Weil Schniepi gerade nicht konnte. Das war aber vollkommen okay, weil die Mods ja auch mal, die müssen auch mal auf Toilette. Die müssen auch mal eben was essen oder mal die Kiddies ins Bett bringen oder sowas. Aber dafür sind halt die Moderatoren im Großen. Ich springe von einem Thema zum anderen. Das ist heute ganz schlimm. Diese Kopfschmerzen bringen mich echt um heute. Ich sag dir, wie es ist. Und das ist halt. Ich sag, wie es ist. Motto des Podcasts. Das Motto muss ich des Podcasts. Jetzt mal mit aufgreifen. Ich weiß gar nicht. Also der Name kam tatsächlich bei den Zuhörern und bei der Monsterfamilie auf Twitch sehr, sehr gut an. Ich sag, wie es ist, weil es ist halt einfach so. Ich meine, jeder, okay, der mich kennt, und das kann Schniepi auch, glaube ich, bejahen, ich rede meistens so, wie mir die Fresse gewachsen ist oder wie die Schnauze mir gewachsen ist. Ohne Punkt und Komma, ohne Sinn und Verstand, einfach gerade raus. Und dann fange ich einen Satz an und vergesse aber inmitten dieses Satzes, was ich am Anfang gesagt habe und worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich dann noch 25 Umwege mache, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich eigentlich wollte, hin wollte, Deutsch. Ja, und genau deswegen warst du ja auch auf der Akademie Mimi. Ja. Weil Jammern zwischendurch hast du vergessen, weil das lenkt dich auch immer sehr ab, weil man ja zwischendurch mit Jammern beschäftigt ist. Ich finde das halt immer total toll. Ihr denkt immer, ich jammer, aber dabei sage ich euch, geht aus der Scheiße raus. Oh, Schniepi, du kriegst gerade ganz schön auf die Fresse. Ihr müsst dazu wissen, für alle, die jetzt vielleicht World of Warcraft nicht kennen, Schniepi ist unser Main-Tank, wenn es um den Viewer-Raid geht, also wir laufen ja öfters mal einen Schlachtzug zusammen mit 25 Leuten, mit dem lieben Karamir, den werdet ihr auch in der nächsten Folge hören, mit dem habe ich morgen ein kleines Tete-a-Tete im Discord, und wenn wir Instanzen laufen, ist Schniepi tatsächlich so unser Main-Tank, und er ist der festen Überzeugung, ich jammer ständig, ich bin die Heilerin von der Gruppe. Ich jammer aber nicht, sondern ich gebe konstruktive Kritik von mir, ja, wo ich dann sage, okay, einfach mal so ein paar Calls. Nein, ich mache keinen Mimimi. Einfach mal ein paar Calls. Weiß ich nicht, wenn ich sehe, der Tank vorne, der kippt mir gleich um. In dem Fall Schniepi, sage ich, Schniepi, du kriegst gerade ordentlich auf die Fresse, mach mal was. Und dann kommt immer, ja, hör doch auf zu meckern. Ich meckere nicht, ich sage doch einfach nur, du kriegst gerade auf die Fresse und ich kann dich nicht heilen, tu was. Ja, der Vorteil ist ja, man muss sich auch gegenseitig ein bisschen geeksen. Das gehört ja auch dazu, gerade wenn man WoW spielt. Das sowieso. Weil nur dann kannst du deine Leistung verbessern. Und wenn dir halt ständig jemand auf den Sack geht, dann denkst du vielleicht auch mal drüber nach, irgendwas vielleicht anders zu machen, beziehungsweise, das hört sich jetzt an, das kann man so schlecht sagen mit dem anders machen, sondern so, man spornt sich an, besser zu werden. Nicht anders machen, sondern besser zu werden. Also wenn ich sehe jetzt zum Beispiel, irgendeiner kann was besser wie ich oder gleich gut, und dann kann man sich so ein bisschen anstacheln. Das ist
Ja, das macht dann auch viel mehr Spaß, ja. Man muss das alles nicht so ernst nehmen, auch dieses mit dem Jammern, das ist einfach nur, ich laufe mit Spaß. Wir machen Dinge mit Spaß und das soll es auch haben, weil nur wenn du Spaß hast, dann ist es auch noch dein Hobby. Wenn du anfängst, das viel zu ernst zu nehmen, dann ist es kein Hobby mehr. Was sag ich immer, das Leben piept uns jeden Tag hart und dreckig von hinten. Da muss man auch mal so ein bisschen, also wir sitzen, Schnippi ist ja nicht nur Moderator, sondern mittlerweile auch mein bester Freund geworden. Und man sitzt halt dann abends mit den ganzen Leuten im Discord und dann stachelt der eine den anderen auf und Mensch, guck mal, ich habe jetzt hier 10.000 Schaden mehr gefahren in WoW und dann, ist es immer zum Leidtragen von mir, der Heilerin, weil die Leute dann einfach in jedem Scheiß drinstehen bleiben und ich dann immer wieder, und dann kommt so dieses, was Schniepi gerade meinte, dieses Mimimi, ja, ich mecker und motze viel rum, ist dann immer so in den Situationen, wo die Schaden machen, sich immer denken, jo, jetzt bleibe ich einfach in der Scheiße drin stehen, weil ich muss ja, ich muss ja pumpen, ja, ich muss ja Schaden fahren, ich muss ja besser sein als wie der andere. Das ist der Grüße gehen raus an Rated K in dem Sinne. Als wie, such dir aus, was du haben möchtest. Der ist auch der Einzige, der da drauf besteht. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, das ist dann immer so die Situation, wo ich dann immer am Rummeckern bin, weil die in allem möglicher Scheiße drin stehen bleiben. Aber dadurch, dass Schniepi, wir haben uns in WoW über WoW auf Twitch kennengelernt und ich weiß gar nicht, wie lange du bei mir Follower warst, bis ich dich dann gefragt habe, um mal wieder auf das Thema Moderation zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, wie lange du bei mir gefollowt hast, bis ich dich dann gefragt habe, ob du bei mir Moderator sein möchtest. Es hat, glaube ich, ein bisschen was gedauert. Du warst lange Zeit VIP. Ja, ein halbes, dreiviertel Jahr war das bestimmt, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Weil du hattest genug aktive Mods und hast auch mehr oder weniger keinen gebraucht. Ja, aber dann sind dir ein paar Mods weggebrochen aus Real-Life-Problemchen. Und daraufhin ist das ja dann erst entstanden, dass ich gesagt habe, oder beziehungsweise, dass du gefragt hast. Und ich habe es mir aber auch lange überlegt. Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gefragt hat und ich habe direkt gesagt, ja, bitte. Nein. Er hat mich zappeln lassen tatsächlich. Ja, manchmal muss man sich halt auch gut überlegen, passt das, passt nicht. Deswegen musste man da auch mal 1, 2, 3, 4 Nächte drüber schlafen. Es waren 2 Wochen. To be honest. Das hast du sich gemerkt, aber nicht wie lange. Ja, das ist okay. Nee, ich weiß, du bist mir am 7.9.2020 gefolgt. Das war an meinem Geburtstag. Da hatte ich einen Birthday-Stream gemacht, da hast du mir reingefolgt. Und ich weiß gar nicht, wie lange du dann bei mir warst. Du warst dann irgendwann auf VIP, weil man ja dann immer so zwischendrin mal was zusammen gemacht hat. Und dann habe ich dich irgendwann, wo mir dann, hast du ganz recht, mir sind da ein paar Mods weggebrochen und ich stand halt da und dachte, weil es zu der Zeit nämlich war, wo bei mir die Zuschauerzahlen ein bisschen nach oben gegangen sind, also nicht exponentiell stark nach oben, sondern ich hatte halt ein paar mehr Zuschauer, hatte teilweise auch 2 Communities bei mir im Stream, wo ich mir dachte, okay, wenn die sich mal untereinander, ich meine, es gibt immer mal so ein paar Leute, die sich vielleicht nicht riechen können oder sowas, dann stehst du halt da, wenn du gerade in dem Key bist oder gerade in einer Story tief drin steckst, kannst du nicht sagen, so, ich mach jetzt mal kurz Pause und kille die Emotionen, die gerade in dieser Szene drin sind, um irgendwie den Chat auseinanderzuhalten. Und da habe ich dann Schniepi gefragt, ob er bei mir, also ob er sich vorstellen könnte, meine Streamzeiten wären die und die, bla bla bla. Ob er sich vorstellen könnte, bei mir Moderator zu sein. Und dann hat er gesagt, ich überleg's mir und nach 2 Wochen war immer noch nichts da. Ja, ich weiß. Und dann bin ich dir so lange hart auf den Sack gegangen, wirklich, also ich war sehr penetrant, bis er dann gesagt hat, also ich habe ihn jetzt nicht gezwungen, ne? Ich habe ihn dann, er muss mir jetzt schon sagen, weil ich hatte dann noch andere Leute, die sich angeboten hatten. Dann irgendwann hat er dann gesagt, ja, okay. Und dann war das eine Sache von 2 Sekunden und dann hat er bei mir Moderatorenstatus.
Ja, also ich kann auch nur jedem empfehlen, macht keine Schüsse ins Blaue. Wenn euch ein Streamer fragt, ob ihr Moderator werden wollt, überlegt euch das gut, weil es ist ein bisschen Verantwortung, die ihr tragt. Das ist auch ein bisschen Sympathie, die ihr haben müsst. Und auch so ein bisschen Empathie, weil man muss den Chat auch ein bisschen verfolgen können, um zu gucken, in welche Richtung das Ganze tendiert. Macht euch Gedanken darüber, sind meine Ansichten mit den Ansichten des Streamers oder der Streamerin d'accord. Und dann ist das eigentlich auch ganz, ganz schick. Ja. Also ein Schnellschuss bringt euch halt nichts, weil am Ende habt ihr ein Schwert vom Namen, aber eigentlich nichts gewonnen. Und der Streamer hat davon halt auch nichts, wenn ihr halbherzig dahinter steht. Es ist, ich meine, es kann immer noch mal was passieren. Ich hatte auch schon Moderatoren, die dann irgendwann gesagt haben, ey, du hast dich verändert und oder ich komme mit deiner Community nicht mehr so klar. Wenn ihr wenn vielleicht jetzt jemand gerade zuhört, der Moderator ist bei einem Streamer, wo er sich so denkt, eigentlich passt es, also von der Uhrzeit passt es noch, aber irgendwie komme ich mit dem Streamer an sich nicht klar, kommuniziert das offen. Jeder normale Streamer oder jeder normale Mensch würde verstehen, wenn ihr sagt, ey, pass auf, ich komme mit dem Content, den du produzierst, nicht mehr klar, oder du hast dich für mich als Mensch so verändert, dass ich mich mit dir nicht mehr identifizieren kann. Wenn es der Streamer nicht versteht, dann weiß ich nicht, was dem da oben als Synapse fehlt, keine Ahnung. Aber es sind bei mir einige Mods wegen RL oder weil sie halt mit meinem Main-Game oder mit dem Content, den ich dann produziert habe, nicht mehr klargekommen. Die haben mir aber auch offen und ehrlich immer gesagt, ey, Pusche, pass auf. Ich hab dich ultra gern, aber ich sehe mich halt nicht mehr bei dir als Moderator. Seid da offen. Also wenn es euch auch so geht, dass ihr bei jemandem noch das Schwert vom Namen tragt, kommuniziert offen mit ihm. Ich habe auch viele bei mir als VIP, die bei mir früher Mods waren und dann einfach die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey Puschel, ich schaff das nicht mehr. Ich habe so viel um die Ohren. Arbeitstechnisch, wenn ich abends zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist Essen und dann falle ich ins Bett und penne. Die haben bei mir jetzt VIP-Status, weil ich einfach gesagt habe, weil teilweise man sich dann auch vielleicht so ein bisschen selbst unter Druck setzt und sagt, okay, ich habe jetzt einen Mod-Status, ich muss jetzt bei dem Streamer oder bei der Streamerin sein, weil ansonsten der Stream nicht läuft. Setzt euch da halt auch nicht unter Druck. Also das ist das Falscheste, was man machen kann. Ja, wichtig ist halt, dass man offen kommuniziert mit dem Streamer, aber auch der Streamer mit den Mods. Ja, also es gibt bestimmt Streamer, denen ist das ultra wichtig, dass die Mods anwesend sind, dass die aktiv sind, dass sie gewisse Dinge tun, die ein Mod tun muss, wie zum Beispiel Abstimmungen starten, Shoutouts machen, sich eventuell um Störenfriede kümmern, etc. Es gibt bestimmt Streamer, also ich kenne jetzt noch keine, aber es gibt bestimmt Streamer, die da wirklich Wert drauf legen und deswegen überlegt euch gut, sagt, wo die Reise hingeht, wo die Reise hingehen soll, sagt das nach, seid euch da nicht wie sage ich immer, es gibt keine dummen Fragen, es gibt eigentlich nur dumme Antworten. Richtig. Und falls ihr Streamer seid und vielleicht noch relativ neu, also es wird nochmal eine Podcast-Folge kommen, ich glaube, ich mache das mit dem lieben Karamir demnächst. Ich glaube, das war das Thema, was er sich gewünscht hatte. Wenn ihr Streamer seid, so ihr habt vielleicht jetzt schon ein paar Zuschauer und denkt euch, ah, Mensch, Moderator wäre nicht schlecht. Also gebt nicht einfach irgendjemandem einen Mod-Status. Also damit könnt ihr euch leider auch sehr in die Nesseln setzen. Es kann dann auch mal echt eine Fehlentscheidung sein, Viewer XY einfach mal einen Mod-Status zu geben. Wenn ihr jemanden ins Auge gefasst habt, so wie bei mir zum Beispiel, ich hatte dann überlegt, okay, Schniepi, wir sind so auf einer Wellenlänge, was so das Denken über Streams und generell auch so, wir denken relativ gleich, ob das jetzt für einen Stream ist oder sonst was.
ich habe ihn angeschrieben und habe ihn gefragt. So, dann hat man sich zusammengesetzt. Wie gesagt, er hat mich ja 2 Wochen zappeln lassen. Also ich würde es ja, ne, ich werde das bestimmt noch das eine oder andere Mal erwähnen. Und dann setzt man sich halt zusammen und bespricht halt einfach mal, wo soll die Reise hingehen, was wünscht sich der Streamer von seinen Mods, aber verlangt auch nicht zu viel, weil wie gesagt, die machen das alles unentgeltlich, mehr oder weniger. Deswegen verlangt er. Es herrscht bei mir zum Beispiel keine Anwesenheitspflicht. Wenn jetzt jemand sagt, ich fahre in Urlaub oder sowas, dass man dann halt mal kurz Bescheid sagt, ey, Fuji, pass mal auf. Ich fahre jetzt in Urlaub für 2 Wochen oder sowas, bin halt nicht da, damit man weiß, okay, aber für mich hat das dann eher so den Charakter, okay, ich weiß, ihm oder ihr geht's gut. Ja, er oder sie ist jetzt nicht mehr, oder da ist nichts passiert oder sowas, der ist halt einfach nur im Urlaub. Und dass man dann vielleicht auch mit den anderen Mods dann sprechen kann und sagen kann, ey, hier fällt gerade vielleicht jemand mal aus oder so. Ich meine, bei mir ist es eh, mein Chat ist eh relativ gechillt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da viele, dass da viel von meinen Mods gemacht werden müsste. Das Einzige, was halt ist, sind Shoutouts und Pokémons fangen. Ja, und Abstimmung. Aber ich glaube. Und Vorhersagen. Und vorher, naja, Abstimmung und halt diese Vorhersagen, die man für Kanalpunkte machen kann, ja. Aber ansonsten, ich glaube, also meine Community ist eigentlich, und es kommen auch lustigerweise, ich finde das halt total schön, dass man, wir haben jetzt wieder ein paar neue Leute dazu gekriegt in der Monsterfamilie, die aber auf der gleichen Wellenlänge schwimmen wie die bestehende Community, die sich dann da einfach jetzt dazugesellt haben. Finde ich halt ja, auch sehr schön. Also ich sage auch immer, für jemanden, der anfangen will zu streamen, du musst den Stream so ein bisschen sehen wie deine eigene Firma. Ne? Deine eigene Firma und was die Moderatoren angeht, das sind deine Mitarbeiter. Das hört sich jetzt voll, Firma, Mitarbeiter, das hört sich jetzt voll schlimm an. Aber das ist jetzt nur so, dass man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen kann. Ja? Es sind deine Mitarbeiter. Natürlich arbeiten die nicht für dich in dem Sinne, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es geht einfach nur darum, wenn du dir einen Mitarbeiter anlachst, der muss eine Bewerbung schreiben. Das muss jetzt ein Mod nicht unbedingt machen. Ja. Es gibt Streamer, die möchten das, weil man dann einfach schon mal dieses Vorabgespräch sich erstmal durchlesen kann. Dann kann ich mir dieses vielleicht 1- bis 2-stündige Gespräch mit dem Streamer oder mit dem Moderator schenken. Ja, macht man das. Aber man will ja eine Bewerbung haben. Man will den Gegenüber ein bisschen kennenlernen. Und deswegen sage ich immer, das ist so ein bisschen wie eine Firma, weil in der Firma musst du dir deine Mitarbeiter gut aussuchen. Na, weil eine Firma ist immer nur so gut wie die Mitarbeiter, ob das jetzt der oberste Chef ist, was in dem Fall der Streamer ist, oder der kleinste Moderator, den es gibt, der vielleicht gerade erst neu anfängt und noch ein kleiner Azubi ist. Na, oder also Praktikant, das, weil unentgeltlich. Praktikant trifft es auch, ja. Aber so kann man das eigentlich ganz gut erklären, dass es ne, so ein kleines Firmengefüge. Klar gibt es da auch seine einzelnen Abteilungen. Es gibt Leute, die handhaben das so. Aber es gibt halt auch die Allrounder. Ja, also ja. So ist das nicht. Ja, Moderator. Also das Wichtigste ist für die Mods, das ist Prio Nummer 1, dass die TOS, also die Terms of Service von Twitch, zumindest schon mal so grob überflogen haben, dass die wissen, was es auf Twitch erlaubt. Sterben darfst du im Stream zum Beispiel nicht, weil dann wirst du gebannt. Ganz lustiger Punkt. Aber dass halt die Richtlinien von Twitch eingehalten werden, das ist so der oberste Punkt. Und danach kommen erst so die Sachen, die sich ein Streamer wünscht. Von einem Moderator. Na, es ist nicht nur, also nicht nur wir oder die Streamer sind gebunden an die TOS, Terms of Service, halt kurz vorm TOS, sondern auch die Moderatoren, wenn sie denn, weil im Grunde genommen, es kann halt immer mal passieren, deswegen frage ich zum Beispiel immer, wenn ich mal in eine längere Pause gehe, wenn ich einen 12-Stunden-Stream zum Beispiel oder sowas mache, frage ich immer, ist ein Mod anwesend, weil wenn jetzt mal irgendwas passiert,
irgendeiner der Meinung ist, ja geil, der Streamer ist gerade nicht da, jetzt kann ich da mal richtig reintrollen und irgendwas Böses schreiben, was gegen die TOS von Twitch geht, bist du als Streamer dafür verantwortlich. Die Moderatoren nicht. Du als Streamer. Und die Moderatoren übernehmen dann in dem Moment, wenn der Streamer mal eine Pipi-Pause machen muss oder, weiß ich, das Kind mal eben ins Bett bringen muss mal wieder oder so, übernehmen die Moderatoren die Tätigkeit von dem Streamer. Und deswegen ist es halt ganz wichtig zu wissen, was sind die TOS von Twitch und was muss ich eventuell direkt weglöschen oder wegbannen. Schniepi, so ruhig, bist du noch da? Natürlich. Ach so. Ich lausche deinen Ausführungen und durchblätter gerade die TOS. Ich sollte musst du nochmal anfangen zu lesen. Ja, man muss also, jetzt nicht konstant. Also im Grunde genommen, die TOS, es geht halt eigentlich nur darum, dass kein Mobbing, keine Belästigung, keine Nacktheit, kein Scam, kein Betrug, kein Spam und so weiter. Also das sind so mal grob zusammengefasst. Ich glaube, das Schlimmste sind irgendwelche politischen Sachen. Deswegen ist es bei mir und bei Schniepi im Stream auch, das weiß ich, weil ich sein Moderator bin. Man muss dazu sagen, ich bin in unserer kleinen Gilde die Erste. Ja, du bist die Erste. Du bist die Erste des Hordenhilfsprogramms. Und ich die Zweite, also Praktikantin in dem Fall. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Das ist immer gut. Ja, ne? Ja. So bin ich. Lost AF. Du warst bei TOS erklären. War ich das? Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung. Ich sag dir, wie es ist. Keine Ahnung. Aber daran sieht man, dass es kein Skript hat, das Ganze. Also Schniepi kann es auch bestätigen. Eises Blätterrauschen. Ist klar. Also heute ist Samstag, der 28. Wir haben es 21 Uhr. Eigentlich wäre ich jetzt am Stream und Schniepi würde seine Mod-Tätigkeiten machen, aber ich bin heute Morgen mit höllischen Kopfschmerzen aufgewacht und hatte dann das altbekannte Frühstück, Brötchen mit Frühstücks, also mit schön hart gekochtem Ei oder mittelgekochtem Ei und einer Dolomin. Was willst du sagen? Nix. Doch. Ich höre das anhand der Stille, die hier gerade herrscht, dass du lachen musstest. Ja, da sieht man aber wieder daran, dass selbst wenn der Streamer mal nicht streamt, arbeitet ihr immer noch. Ja, es ist tatsächlich so. Ist ja auch alles halb. Ne? Ich meine, wenn ich mal aus dem Keller raus darf, dann freue ich mich natürlich auch, dass ich dann die Zeit draußen genießen darf. Wurstgulasch? Ach nee, Wortgulasch heißt es. Wurstgulasch geht auch. Wobei, das mag ich nicht so. Ich habe einmal... Mit Nudeln? Ja, naja, mit Nudeln, ja. Aber hatte ich so ein Wurstgulasch, das... kennst du das, wenn du... Weiß ich nicht, jetzt mal als Beispiel Wurstgulasch. So, du hast jahrelang richtig geiles Wurstgulasch und dann isst du mal ein anderes Wurstgulasch, also was vielleicht anders zubereitet wurde. Und das schmeckt dir so, also das schmeckt dir überhaupt gar nicht und du isst es nie wieder. Kennst du das? Ja, so Essensgeschichten hatte ich schon öfters. Ich habe sogar allein schon mal ein Buch gelesen. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich jahrelang keine Gelbwurst mehr gegessen. Ja, bei mir ist es tatsächlich mit Wurstgulasch gewesen, dass ich einmal echt schlecht zubereitetes Wurstgulasch hatte und mir dann dachte so, boah, mir war so schlecht danach und seitdem fasse ich so Wurstgulasch nicht mehr an, weil mir dann immer übel wird. Ich habe einmal, hatte ich Erdbeerleims zu Silvester. Ich habe eine ganze Flasche alleine getrunken. Das ist schon Ewigkeiten her, da war der Lütte auf jeden Fall, ich glaube 2007 oder so, Silvester, und ich habe eine Flasche Erdbeerleims mitgenommen und es wollte aber keiner trinken. Und dann habe ich gedacht, naja gut, bevor das hier schlecht wird, weil ja Alkohol auch so schnell schlecht wird, trinkst du die Flasche halt alleine. Und habe dann halt nicht gemerkt, wie dann so langsam diese Prozente angefangen haben zu wirken. Und mir ging es so dreckig danach und wir waren, ich glaube 3 Wochen später bei einer Arbeitskollegin, weil die Geburtstag hatte. Und was stellt sie auf den Tisch? Erdbeerleims. Mir war
so schlecht danach. Das kann man sich nicht vorstellen. Und seitdem, ich kann kein Erdbeerlams mehr riechen, mir wird sofort schlecht. Ja, das passiert des Öfteren. Das ist das Problem mit Alkohol. Alles, was an Alkohol mal wieder rauskommt, das geht nie wieder rein. Das kam ja nicht raus. Also ich bin speifrei seit 9.3 tatsächlich, würde ich fast sagen. Mein Schlimmer. Also ich kann, also das ist jetzt ein bisschen was eklig, aber ich kann mich nicht übergeben. Egal bei was, ich habe immer meine Tabletten hier. Geht einfach nicht. Kriege ich nicht hin. Kann man jetzt sehen, cringe, wie man will. Die einen sagen Fluch, die anderen sagen Segen. Richtig, richtig cringiges Thema. Ich muss Triggerwarnungen davor setzen oder so. Das ist, somit wären wir wieder bei non-scripted. Ja. Und von Arschbacken auf Fliegen fangen, ne? Apropos Fliege, ich habe hier so eine kleine. Wo kommen denn diese Obstfliegen her? In der Regel aus Pflanzen. Ich habe keine Pflanze, also seitdem ich die Katzen habe, obviously, keine einzige Pflanze, außer im Schlafzimmer, weil einer meiner Zuschauer meinte, ey, das ist voll die tolle Pflanze, die musst du kaum gießen. Ja, die gießt du kaum, aber die wächst trotzdem wie Scheiße. Ich muss die unbedingt mal umtopfen, ey. Das ist echt nervig. Weiß gar nicht, nee, auf dem Bild sieht man es nicht, das siehst du ja gerade nicht. Ich habe ja meinen OBS offen. Und da ist ja das wunderschön entspannte GIF, was die ganze Zeit so abspielt. Aber da ist die Pflanze, da sind Efeu. Efeu und irgendwelche Palmblätterdinger. Vielleicht ist es auch eine Monstera, ich weiß es nicht. Ja, falls ihr irgendwie mal Fragen habt bezüglich Moderation oder sowas. Ich weiß, Schniepi guckt immer ganz artig brav meine YouTube-Videos. Nein, tut er nicht. Tut er wohl. Der wird mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Frage beantworten, wenn ihr an ihn mal Fragen habt oder sowas. Wir sind jetzt schon bei knapp einer Stunde übrigens. Wird eine lange Folge. Wird eine lange Einschlaffolge. Ja, und das mit dem, der am wenigsten redet. Also viel Spaß mit meinen anderen Kollegen, die sich mit dir zusammensetzen werden. Mhm. Stimmt, ja, also, ist eigentlich immer so der Ruhige. Und zur Not, wenn jemand irgendwas so ad hoc haben möchte, einfach in den Streams vorbeischauen und dann einfach fragen. Auch wenn ihr vielleicht das Game nicht mögt, wer Fragen hat, ne, sprechende Menschen kann geholfen werden. Und wir sind die Letzten, die irgendwie dann nicht auch so Fragen beantworten würden. Richtig. Ob das jetzt Moderatoren angeht oder sonst irgendwas. Da sind wir bestimmt gerne mit helfender Hand zur Stelle. Es gibt so manche Situationen, es gibt mal Situationen, wo habe ich auch oft schon erlebt, wo ein Streamer vielleicht gerade mal nicht kann, weil er gerade, weiß ich nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein Storygame spiele, kann ich halt nicht mich aktuell auf den Chat fokussieren, konzentrieren oder irgendeine ewig lange Nachricht lesen und die dann beantworten oder auf jede Frage eingehen oder so. Aber ich habe ja geplant, das weiß Schniepi, glaube ich, noch gar nicht, dass man einmal im Monat einen Let's Talk About macht. Nicht so, wie wir das mal hatten mit vielen, weil das war tatsächlich ganz schön viel, sondern ich möchte eigentlich was Eigenes auf die Beine stellen, dass man halt mal einmal im Monat sich auf Twitch mal zusammensetzt. Oder mal, dass ich mich hinsetze und man einfach mal quatscht. Querbeet. Das ist dann der Moment, wo neue Moderatoren aufpassen müssen. Geht euer Streamer in Just Chatting, da rennen die meisten netten Menschen durch die Gegend, die meinen, hey, das ist eine Streamerin oder ein Streamer, dem passt mir die Nase nicht, da fange ich jetzt mal an zu stänkern. In der Regel, so als kleiner Tipp, wenn ein neuer Zuschauer, weil ihr seht das als Moderator, da steht erstes Mal gechattet, könnt ihr auf den Namen klicken, wenn ihr in der Mod-Einstellung seid und dann seht ihr, wann das Konto erstellt wurde. Ist das Konto erstellt worden so 5 bis 10 Sekunden vorher, dann sollte man vielleicht denjenigen einfach nur im Auge behalten. Man will ja niemandem Böses was sagen, dass er direkt was Böses macht oder sonst irgendwas, aber so Leute hält man dann ganz gerne mal so ein bisschen im Hinterkopf. Das mal nur als Beispiel. Also, wenn ihr Moderator seid und was ich jetzt schon an Erfahrungen gemacht habe, wie gesagt, ich mache das Ganze seit 2017, aktiv ja noch nicht, also da waren so die ersten Streams.
Konstante. Konstant streamen tue ich nicht so lange. Aber ich habe halt auch schon, also auf Twitch habe ich echt Pferdekotzen sehen. Ich werde nie vergessen, ich war mal nach 22 Uhr im Just Chatting. Just Chatting, für die, die es nicht kennen, ist dieses Talk, ja, dass dann einfach die Streamerin oder der Streamer sitzen halt da und unterhalten sich mit dem Chat. Machen nichts nebenbei, spielen kein Game oder malen keine Bilder oder dergleichen. Also es hat ja auf Twitch, hast du ja für alles eine Kategorie. Selbst wenn du im Pool sitzt, gibt es da eine Kategorie für. und ich bin mal, weil der Chat auch sehr aktiv war und sich da ein Thema auch hochgeschaukelt hatte, bin ich nach 22 Uhr, das war auch noch vor deiner Zeit, bin ich nach 22 Uhr ins Just Chatting gegangen. Als Frau auf Twitch. Und ich hatte jetzt, also wer mich kennt, der weiß, ich trage keinen Ausschnitt bis zum Bauchnabel oder sowas. Also es ist jetzt, ne, ein Schnippi kann das, glaube ich, auch bejahen. Es gibt Streamerinnen, die weitaus mehr Haut zeigen als wie ich. Grüße gehen raus an Rated. anderer Content. Ne? Und es gibt man möchte dann, sich da ja nicht runtersetzen lassen. Ja, es gibt halt tatsächlich, also es gibt dann wirklich Leute, die auch zugeknöpft würde ich jetzt nicht sagen, aber zu Streamerinnen, die vielleicht jetzt nicht so viel Dekolleté zeigen, die gehen dann da trotzdem rein und schreiben dann, ey, zeig mal ein bisschen mehr Haut. Oder da darf ich Mami zu dir sagen, ach was, ich habe alles schon erlebt. Also das ist von sexuellen Anspielungen bis hin zu ich bashe den Streamer jetzt einfach mal. Mittlerweile ist es Mode geworden, Follower-Bots reinzuhauen. Ich hatte, weil wir das vorhin kurz angesprochen hatten, waren am Mittwoch, war das, ich glaube, knapp 500 Follower. Da hat mir jemand einen Bot reingeschmissen. Falls ihr da mal irgendwie einen Tipp braucht, es gibt da eine Internetseite, die mittlerweile ganz gut erkennt, was sind Bots und was nicht. Da braucht ihr nämlich einfach nur, loggt ihr euch mit Twitch ein, klickt auf den Button, der orange aufleuchtet, diesen orange dann hinterlegt und dann werden die Bots rausgelöscht. Ich musste dann händisch nochmal, ich glaube, 20 Bot-Accounts raushauen, aber das ging relativ schnell, Gott sei Dank. Und ja gut, sowas ist halt, warum schmeiße ich einen Follower-Bot? So, das ist ja einfach nur, um den Streamer maximal abzufacken. Und genau sowas hast du halt auch dann ab einer gewissen Uhrzeit im Just Chatting, ja, wo dann irgendwelche Trollos der Meinung sind, die sich vielleicht nicht so einen Follower-Bot leisten können, die dann einfach mal irgendwelches doofes Zeug reinschreiben. Aber das ist ja bei mir, wann habe ich mal Just Chatting? Ist nicht oft. Meistens dann vormittags beziehungsweise mittags, weil ab 22 Uhr, sage ich mal, ist... Wie ich jetzt, wann hatte ich, also das letzte Mal Just Chatting hatte ich ja bei dem Talk, also Let's Talk About, wo wir zu viert waren. Richtig. Und da hatten wir aber auch, ich glaube, die doppelte Anzahl an Moderatoren. Ja, das stimmt, weil wir halt von allen Moderatoren Teams auch ausgewählt haben. Da durfte sich jeder Streamer ja seinen Bot mitbringen. Mods mitbringen und sagen, wir modden zusammen, weil jeder kennt seinen Streamer am besten. Und die Community weiß, vor allem, das war ja auch noch so ein Ding, es sind vier Communities halt zusammen in einem Stream. Wenn da mal irgendwie Beef entsteht oder sowas, meine Mods kennen die andere Community nicht von Streamer XY, deswegen war es ganz gut, dass wir dann da aufgestockt haben. Ach, ich sag, wie es ist, ey, ich werd müde. Ich sabbel halt auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt alles Sinn und Verstand gegeben hat. Eigentlich wollte ich mich auch schon längst verabschiedet haben, aber irgendwie läuft super, sagst du. Extrem. Ja, wenn die Streamerin müde ist, dann sollte man vielleicht langsam zum Ende kommen. Weil am schönsten, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das wird aber erst aufgestanden, wenn alle fertig sind. Ja, jo. Das ist schon richtig. Bembel. Ja. Bembel.
Ich glaube, wir haben aber auch alles angesprochen. Also wie gesagt, wenn noch irgendwie Fragen sind oder ihr habt noch selber irgendwelche Anregungen oder sowas oder ihr wollt, weiß ich nicht, mal wissen, welche Schuhgröße Schniepi hat oder so, haut die gerne unten in die Kommentare. Schniepi wird es dann beantworten. Gut, ich weiß nicht, warum jemand wissen wollen würde, was für eine Schuhgröße du trägst, aber es kann ja mal sein, ja, dass jemand mal sagt, Mensch, was für eine Schuhgröße hat denn der junge Mann? Das ist gut möglich. Die Frage werde ich auch sehr ehrlich beantworten. Ja. 36. Du hast Schuhgröße 36. Nein. Wow. Oh, wow. Du hattest ja, dein Alter hattest du ja schon verraten, ne? Ja, viel zu alt. Hattest du auch schon gesagt, dass du dieses Jahr rundest? Nein. Nein. Okay, dann erwähnen wir das jetzt hier nicht drin, dass du 40 Nein. wirst. Okay. Nein. Das machen wir nicht, weil das wäre das Einzigste, was mich jetzt stören würde. Meinst du? Ja. Grüße gehen raus. Herr Schniepi steht übrigens auch auf Hawaii-Pizza und Nutella mit Butter. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, weil jetzt explodieren die Kommentare definitiv. Meinst du? Ach, Quatsch. Ja. Wo ist mein Team Hawaii-Pizza? Alle mal ein Hashtag Hawaii-Pizza bitte unter das Video. Guck Dankeschön. Mal. Weißt du, er ist total nervös und er weiß nicht, wie er es machen soll. Er ist ja gar kein Podcaster und jetzt haut er so ein Ding raus, ne? Du bist mir ein Herzchen, ey, wirklich. Ich sag dir, wie es ist. Das ist wie mit dem Moderieren. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, stimmt wohl. Und jetzt, ich sehe es schon, Schniepi muss jetzt öfter dann im Podcast auftauchen. Weil was wahrscheinlich auch nicht schwer ist. Es ist halt immer nur ein bisschen schwierig, da irgendwie mal eine gemeinsame Uhrzeit, ich spiele gerade mit Vaseline rum, mal irgendwie eine gemeinsame Uhrzeit zu finden, weil wir beide berufstätig sind, wir haben beide Familie. Und das darf ja auch nicht alles zu kurz kommen. Weil gut, da ich ja eh Kopfschmerzen hatte, hat sich das jetzt angeboten. Entschuldigung. Was denn? Schweigende Stille. Ja. Das ist, ja. Ich muss dich nicht sehen, um zu wissen, dass du gerade mit dem Kopf geschüttelt hast, weil ich weiß, wie sehr du es hast, wenn ich gähne und nebenbei noch quatsche. Sind wir mal ganz ehrlich, in einem Podcast, ja, da ist das Letzte, was ich hören wollen würde. Was, das Gähnen? Ja, das macht mich wahnsinnig. Gähnen und reden, das ist, das liebe ich auch immer in den Streams, wenn Puschel dann meint, während dem Streamen zu reden und zu gähnen, da 200 Puls, sag ich euch. 200 Puls. Er mag das. Er wird es nie zugeben, aber irgendwie, vielleicht steht er da sogar ein bisschen drauf, wenn ich gähne und nebenbei quatsche. Nee, das ist ASMR der anderen Sorte, das ist so, nee. Ach Gott, ASMR, ja. Ich habe auch tatsächlich einen Kommentar unter der Pilotfolge gehabt, warum ASMR. Man kann ja diesen Begriff ASMR, kann man ja breit gefächert auslegen, tatsächlich. Also, ich meine, allein Schniepis Stimme hat halt ASMR-Potenzial. Ja. Das liegt aber meistens im Auge des Betrachters, weil man. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Ja, das ist aber auch einfach nur, weil ich nicht versuche zu brüllen. Nee, wenn du brüllst, klingt es anders und dann piepen mir die Ohren noch 2 Wochen nach. Ja, das ist doch super. Wir sind jetzt bei 1 Stunde. Also ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen was rausschneiden. Das ist auch besser so. Ja, der Anfang war ein bisschen schwierig. Aber ich werde halt echt müde. Die hart gekochten Eier würde ich auch rauslassen. Nee, die bleiben drin, ey. Okay. Also sind ja nicht hart gekocht. Ja. Das Außen, also das Weiße muss hart sein, aber innen weich. Also nicht flüssig, das weich. Frühstücksei. Das ist das perfekte Frühstück mit Maggi. Das ist gut. Mit Maggi. Aber nur nicht, mit Maggi. Ja, aber nicht so viel. Also, wenn ich mein Frühstücksei, wie gesagt, das perfekte Frühstücksei, und dann aber nur so 1-2 Tröpfchen Maggi auf den Löffel. Mehr nicht. Das ist korrekt. Zu viel. Ich bin komisch. Ich habe hier auch, ich glaube, das ist eine 2-Liter Flasche Maggi stehen. Ja, man muss die kleine Flasche immer nachfüllen. Ich trinke direkt aus der großen, kannst du glauben. Ich liebe das Zeug. Jo. Dafür hasse ich Hawaii-Pizza und esse meinen Nutella mit ohne Butter. Ja, das ist zurück.
Jetzt kamst du total abgehackt an. Es ist echt traurig. Es ist nicht traurig. Doch, das ist traurig. Nein. Weil Nutella streichst du ja eh schon. Warum muss ich denn da noch was drunter streichen? Jetzt sag nicht, weil Geschmacksträger. Das vermischt sich und dann sieht das doch scheiße aus. Also ich sag dir ganz ehrlich, also ich sag dir, wie es ist. Ich möchte unter diesem Video möchte ich bitte mal aus anderen Sichten sehen, warum man das mit isst. Grüße gehen raus an Herrn Puschel. Du bitte nicht. Deine Ansichten kennen wir. Ah, so, wollen wir jetzt mal Feierabend machen? Weil sonst fange ich jetzt gleich an zu gähnen und bin im Dauergähn-Redefluss. Also sag dir, wie es ist, bevor das anfängt. Shay war's, machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend. Gut. Danke fürs Zuhören, ihr Süßen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich mit Karamia hier sitzen. In meinem flauschigen Discord. Sämtliche Links zu Schniepis Twitch-Kanal, zu meinem Twitch-Kanal, zu meinen Social Medias, findet ihr alle unten in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt an Schniepi oder generell zu dem Thema, was wir heute angeschnitten haben, dann haut's gerne unten in die Kommentare. Schniepi sowie meiner einer werden da regelmäßig dann reingucken und dann auch fleißig beantworten. Und also ich habe immer noch keine festen Upload-Zeiten für diesen Podcast. Ich lade hoch, wenn ich Material habe. Zwing mich dazu nichts, weil es ist halt nach wie vor auch noch Hobby. Ich mache das Ganze neben Teilzeitarbeit, Familie, Streamen. Und vielen Dank, dass du heute da warst, Herr Schniepi. Dass wir mal sehr Zeit gerne hatten, zusammen mal was machen zu können, wenn die Koop-Streams aktuell ausfallen. Ja, ich bin sehr traurig. Sag, wie das. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, ich hoffe, ich konnte mein Hashtag Team Hawaii Pizza nochmal animieren, da ein bisschen Werbung zu machen. Nein. Auch Herr Puschel, bitte. Danke. Nein. Auch wenn ich da die Antwort kenne. Ihr seid Hawaii Buddies. Aber sowas von Hawaii Buddies. Wir wissen nicht, wann ihr die Folge hier hört, ob ihr das morgens hört, mittags, abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag noch, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes, Küsschen aufs Nüsschen. Was weiß ich, was man da alles noch zu sagt. Und bis zur nächsten Folge. Ich hab euch lieb, bleibt gesund, passt auf euch auf und Hände über der Bettdecke. Tschö. Tschö.